Sobald der Herbst vor der Türe steht, solltest du unbedingt Kastanien in deine Fensterbank bzw. vor dein Fenster oder vor deine Türe legen. Und der Grund dafür ist nämlich wirklich genial. Wieso, weshalb und warum das Ganze funktioniert, das zeige ich dir in diesem Video. Bleibe daher unbedingt dran, schaue dir dieses Video bis zum Ende an und gib auf jeden Fall eine Bewertung ab. Das würde mich riesig freuen. Bevor die Kastanien allerdings ihre optimale Wirkung zeigen können, müssen wir sie erstmal knacken. Dafür schnappst du dir einfach einen Nussknacker. Alternativ kannst du natürlich auch einen Hammer nehmen. Du musst die Kastanien allerdings nicht komplett kaputt brechen. Es reicht, wenn sie lediglich gequetscht werden. Und zwar so weit, bis ihre Schale reißt, wie du hier bei mir im Video sehen kannst. Dies machst du nun mit einer Handvoll Kastanien pro Fenster. Wenn du nun damit fertig bist, dann hast du es eigentlich auch schon geschafft. Anschließend kannst du dir zum Beispiel ein kleines Schälchen nehmen, wo du deine Kastanien hineinpackst. Nimm nun dein Schälchen und stelle es vor ein geöffnetes Fenster auf deine Fensterbank. Doch kommen wir nun zu dem Grund, warum du das Ganze machen solltest. Kastanien können nämlich Spinnen vertreiben. Wenn du nämlich frische, aufgeknackte Kastanien auf deiner Fensterbank oder in der Nähe von Fußleisten und Türritzen verteilt, kannst du verhindern, dass Spinnen Unterschlupf in deinem Haus oder in deiner Wohnung suchen. Der Vorteil von Kastanien ist außerdem, dass sie für den Menschen selbst völlig geruchsneutral sind. Für Spinnen dagegen ist der Geruch absolut unerträglich. Und wenn dir nun das Video gefallen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung riesig freuen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.